Hallo Freunde, heute möchte ich euch über einen kleinen Denkfehler aufklären. Beim Thema Waschmittel denken immer alle, es kommt auf die Größe an. Dabei ist es gar nicht so, weil nämlich umso größer die Verpackung, umso mehr Füllmaterial ist drin, was man schon aus diversen Sendungen von NDR und sonst woher kennt, quasi die Größe ist nicht entscheidend, sondern quasi der Inhalt ist entscheidend. Auch wenn da drauf steht 100 Wäschen für ein XXL-Pack. Ja, aber dafür sind es davon 50% mindestens alles Füllmaterial. Was natürlich alles genau drin steckt, wissen wir natürlich nicht. Aber eine Alternative zu den großen XXL-Packen ist natürlich ein Kompaktwaschmittel. Dieser kleine Karton hier schafft zum Beispiel auch locker mindestens 50 Wäschen und ist vom Preis her genau dasselbe, aber halt kleiner, das heißt mit weniger Füllmaterial drin. Es ging natürlich weiter mit der Entwicklung des Waschmittels. Es kamen die Pots, Pads und die irgendeine dritte. Es gibt drei verschiedene Sachen von diesen komischen Gelee-artigen Viechern, die wir auch schon mal in einem Produkttest bei uns hatten. Das Problem dabei war aber immer eindeutig gewesen. Wir haben das selber getestet, haben davon noch Erfahrungsberichte erhalten von euch. Diese gelartigen Viecher. Ja, erstmal die Dosierung stimmt nicht ganz so, wie es draufsteht. Bei uns zum Beispiel braucht man 2 anstatt 1 für eine normale Wäsche wegen der Wasserhärte. Ja, und diese Pots, Pads und Caps, so waren die anderen drei gewesen. Manchmal, nicht bei uns war es nicht der Fall gewesen, aber bei anderen Konsumenten lösen sie sich nicht wirklich auf. Das heißt quasi, sie bleiben in der Wäsche oder bleiben mitten in der Tür hängen und verweilen halt da und kleben im Nachhinein vielleicht ekelhafterweise in der Wäsche fest, womit man vielleicht die geliebte Jeans nochmal waschen muss. Da überlegt man sich dennoch, ist das denn wirklich schon alles? Gibt es nur Pulver und Caps, Pots und Pads? Nein! Es gibt ein Unternehmen, Dr. Beckmann nennt sich, die haben weitergedacht. Es gibt jetzt auch Waschblätter oder Waschmittel als Blätter. 25 Stück und von der Art her, vom Gewicht her, sehr genial, sehr leicht und ich sag mal so, transporttechnisch auf jeden Fall 25 Wäschen, 50 Wäschen, eine Hand, auch eine Hand, aber mit dementsprechender Kraftanstrengung. Wir haben uns die mal besorgt und werden das Ganze in einem neuen Produkttest auf meinem YouTube-Kanal natürlich testen und euch dann berichten, ob das wirklich mal eine Alternative ist. Also zumindest verpackungstechnisch und vom Gewicht her auf jeden Fall. Wenn ihr auch schon damit Erfahrung habt, schreibt es einfach mal in den Kommentaren hier auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube. Also bis zum nächsten Produkttest mit dieser Firma hier, mit den Magic Leaves.